Ich habe ein Video gemacht vor längerer Zeit. Wer in fortgesetzter willentlicher Sünde lebt, kennt Gott nicht. Und das habe ich jetzt nochmal neu gepostet. Und ja, viele finden es gut, aber dann es ist es zwingend, dass irgendjemand kommt und dann da so einen Kommentar reinschreibt, zum Beispiel wie: Gott kann dich in einem Bereich frei machen und in dem anderen bist du dann eben noch nicht frei. So. Also der Teufel versucht dann immer irgendwie wieder so ein. Das Ding zu zerschlagen und die Klarheit rauszunehmen, Kompromiss zu predigen und zu sagen, nein, also das kann schon sein, dass du in einem Sache noch gefangen bist, in einer bist du frei, das ist nicht so schlimm. Also immer verharmlosen, verniedlichen und Gottes Willen, ich sag mal, in Kompromiss bringen. Das ist immer wieder die gleiche Soße und das sind die Leute, die eben immer wieder dieses furchtbare Evangelium gehört haben, anstatt das Wort wirklich scharf sein zu lassen und klare Botschaft zu bringen, müssen Leute immer wieder dagegen anpredigen, weil sie können das nicht aushalten. Sie können diese klare Botschaft Gottes nicht aushalten, die in seinem Wort ist, dass es keinen Kompromiss mit Sünde gibt, dass es möglich ist, wenn man die Furcht des Herrn hat, eben willentliche Sünde aus dem ganzen Leben zu schmeißen, nicht nur in irgendwelchen Bereichen. Für mich ist das der absolute Witz. Es ist jemand nicht frei, wenn er in 9 Bereichen frei ist und in einem Bereich nicht frei, dann ist er nicht frei. Und das wollen die Leute aber nicht wahrnehmen. Oder es gibt Leute, die das einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Ich weiß nicht, warum die den überhaupt meinen Kanal anhören, wenn sie hinterher doch wieder der Meinung ihres Pastors ist, dass man weiter in Sünde leben darf. Es ist echt für mich immer wieder unfassbar. Macht's gut.